Hallo Leute, weiter geht's bei House of Ashes. Im letzten Part haben wir Clarice effektiv verloren, wir haben auch Eric verloren und Rachel wurde infiziert. Das war keine gute Sache, das Ganze. Aber wir müssen weitermachen. Aktuell mit Salim und Jason. Wie sie sich durch dieses komische... Labyrinth ist übertrieben, aber durch diese komischen Gänge hier durchschleusen wollen. Ernsthaft, mein Feuerzeug bringt überhaupt nichts. Da vorne habe ich was blinken gesehen. Ist vielleicht sonst noch irgendwo was? Nein. Da vorne, ja. Ist hier auch noch irgendwo was? Sieht alles so verdächtig aus. Scheinbar nicht. Hier sehe ich auch nichts. Na gut, dann ansehen. Was ist das? Büro. Mit einer Kette da an der Wand. Wozu ist die da? Will ich's wissen? Nein. Ist wohl eine Krankenstation. Oh. Könnte nützlich sein. Vielleicht. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Das ist ein Argument. Aber hier unten müsste es doch eigentlich trocken sein. Somit... Vielleicht könnte es funktionieren. Was haben wir da? Foto. Von diesem Dämonenteil da. Autopsienotiz. Große Mengen Blut im Magen. Analyse der Blutprobe zeigt hohe Adrenalindichte. Ernährt sich der Organismus von Angst? Jagt Opfer Angst ein. Adrenalin wird ausgeschüttet, gleich Angriffe. Heißt, wir dürfen keine Angst zeigen, oder was? Das ist ein risikoreicher Plan, muss ich sagen. Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Immer wenn du was Kluges sagst, sagst du gleich danach was Dummes. Wieso kommt er da nicht durch? Das ist so bescheuert. Och. Vielleicht gibt es ja Chemiewaffen, das weiß man ja nicht. Da ist was. Da hinten ist, glaube ich, auch noch was. Ja, erstmal das. Oh, zum fünften Mal. Tasse wegstellen. Toll. Krankengeschichte von Mary. 1390. Temperatur hoch. Patientin meist bewusstlos. Wacht gelegentlich auf und schreit. Schwitzt weiterhin krankhaft. Salzversorgung niedrig. Bewegung unter der Bauchdecke um die Nierenebenen herum. Er rät zur OP. Zu diagnostischen Zwecken, aber ich fürchte, M würde das nicht überleben. Warum steht da 2010 Uhr? Hätte man nicht einen Punkt machen können von 20:10 Uhr oder so? Keine Ahnung. Patientin wird immer schwächer. Weitere Bewegungen unter der Haut. Parasitärer Organismus. Eintritt des Todes. 20:13 Uhr. Okay. Das bedeutet... ich muss mich zuerst orientieren, verdammtes Licht. Bedeutet, dass wir Rachel auch verloren haben, oder was? Ich hoffe ja nicht. Hier kann man was lesen, ich meine, ist nicht so unscharf wie andere Bilder oder Briefe. Im Lager herrscht Chaos, Arbeiter werden vermisst und Lady Bradshaw, was auch immer. Aber ich kann es mir schon denken, sie sehnt sich nach demselben Schicksal, dem auch... Sie möchte, unleserlich. Was? Tagebuch! 1. Januar 1947. 1 Uhr. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen. Wir sind gefangen mit diesen Kreaturen. Ihr Kreischen ertönt von überall her aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht. Wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihn einstürzen lassen, auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Wie, was nicht lebt? Die Viecher leben denn auf jeden Fall. Weil wir konnten sie bisher töten, hoffe ich. Ich sehe gar nichts. Das ist ja spaßig.
Das haben wir gesehen, das da hinten auch. Also geht's dann hier weiter, nehme ich an. Ja. Höhlen. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das war eigentlich eine gute Idee für die anderen. Muss ich sagen. Aber was jetzt gerade alles passiert, das fühlt sich mehr so in die Länge gezogen an. Weiß nicht. Mal lange wird das Spiel nicht mehr dauern. Wir haben jetzt, glaube ich, so... Lass mich lügen, so ein bisschen 4,5 Stunden oder so. Ich weiß es nicht genau. Und mehr als 5 bis 6 Stunden maximal sind, glaube ich, die anderen Teile auch nicht gegangen, oder? Bin mir da unschlüssig. Aber lange sind die Spiele nicht. Man muss sie auch quasi oft durchspielen, je nachdem, was man alles erreichen will. Aber ich glaube, man kann auch einzelne Kapitel einfach nur wiederholen und dann, ja, ist es nicht ganz so nervig. Was ist da unten für ein grünes Licht? Wohl kaum natürlichen Ursprungs. Ganz schöne Wundertüte hier. Was ist das? Ist das eine Art See? Möglich. Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Dito. Kann ich bestätigen, ich auch nicht. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Ich habe nur eine Kette gesehen und kein Kabel. Die Seilwinde sieht gut aus. Ah, da. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen! Starte es! Du spinnst! Die Vampire kommen garantiert von da unten! Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen! Es gibt bessere Ideen, aber vermutlich auch schlechte, weil, ja... Sie werden ja quasi verfolgt. Deswegen brauchen sie einen anderen Weg. Aber ob das dann nach unten wirklich ein guter Weg ist, wage ich zu bezweifeln. Okay, das Ding funktioniert auf jeden Fall noch nach all den Jahren. Erstaunlich. Sogar die Lampe da oben brennt noch. Wird das alles mit dem Generator mit Strom gespeist? Ne, der war ja kaputt, oder? Warum ist da Licht? Hier unten müsste es Stockfenster sein. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Eine kehrt zum Licht zurück, des anderen Licht verlischt. Armer Eric. Zu dumm, aber immerhin hat Eric dem Tod schon einmal ein Schnippchen geschlagen. Vielleicht hat ihn der Tod nun eingeholt. Scheint so, ja. Hoffen wir mal, dass Sergeant K. nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder um ihre Überreste zu vergraben. Was willst du damit sagen? Aber das bedeutet, wir hätten Clarice und Joey so oder so nicht retten können. Unser erster wirklicher Verlust
den wir hätten verhindern können, ist Eric. Sehe ich richtig, oder? Ich denke, ja. Was? Camp Slayer? Nochmal? Himmel, Eric, wie oft denn noch? So bin ich. So gehe ich damit um und ich habe es satt, dir das erklären zu müssen. Ja, ja, das ist jetzt mein Leben und ich lebe es, wie ich es will. Halt, was war das eben? Was soll ich diese Rückblende? Jetzt nicht? Ja, es passt mir jetzt gerade nicht. Ich bringe nur die Akten, die Sie wollten. Nicht jetzt. Ich sagte nicht jetzt. Ich wollte Sie nicht ärgern. Ach, schon gut. Mir scheint, wir alle hier, wir laufen wohl alle vor was weg. Ich ganz bestimmt. Sie waren in den Checkpoint-Mist verwickelt. Die erschossene Frau. Schon okay. Ich bin für Sie da. Es ist. Jeder scheint eine Meinung dazu zu haben. Ich komme damit klar. Auf meine Art. Ach ja? Ich glaube, du kommst damit klar, dass du nicht damit klarkommst. Sie haben genug Sorgen. Und wer auch immer das war, er klang, naja, wie ein richtiges Arschloch. Was immer es ist, Sie regeln das. Oder frag mich. Und ich helfe dir damit. Okay, sind wir jetzt wieder in der aktuellen Situation? Ja. Jason. Jason, bist du da? Okay. Aber was ist mit Rachel? Sie braucht Hilfe. Da ist sie. Du Scheiße. Aber sie wurde infiziert. Wir müssen schnellstens was dagegen unternehmen. Clarice konnten wir nicht helfen. Ihr vielleicht schon. Nick, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Ihr seid noch nicht raus aus der Geschichte, ja? Der Typ schon wieder. Ja, das bringt nur semi viel. Jetzt ein paar Sonnenstrahlen, das wäre praktisch. Der Typ ist schnell. Stellt euch mal vor, wir hätten kein Licht. Das wäre ziemlich langweilig. Da drüben! Warum weißt du, wohin du rennen musst? Fließen. War beim letzten Mal auch gut. Krieg ich meine Pause hier? Nicht jetzt. Die Löcher an der Tür sind ein bisschen schlecht. Es kommt durch! Lauf! Los, los, los! Hat also nicht viel gebracht. Oder doch? Wer weiß. Was war das? War das die Tür? Was jetzt? Als ob der jetzt einfach weggeht. Ah, wieder diese Spielchen. Na schön. Als ob ich meinen Herzschlag kontrollieren könnte. Ja, ich bin gerade still.
Als ob der so dumm ist. Und Rachel, sei du bitte auch nicht dumm, ja? Was? Hat er jetzt überhaupt nicht bemerkt, ist klar. Immer schön im Takt bleiben. Immer schön im Takt. Wäre schön, wenn wir eine funktionierende oder ja, Waffe hätten, die wirklich was bringen würde. Ich glaube aber, das ist nicht der Fall. Ja gut, das Gleiche ist er weg und ihr könnt ihn nicht mehr sehen und dann kann er wieder überall sein. Wer weiß, wie viele Wege es hier gibt. Durchgänge, Höhlen, Gänge. Alles frei. Was ist frei? Der Rückweg? Toll. Was nun? Was? Wo geht ihr jetzt lang? Oh, da kommt man einfach so durch. Das war haarscharf da hinten. Wir atmen noch. Das Glück hatten nicht alle. Hauptsache, dir geht es gut. Naja. Es geht nicht nur um euch. Müssen wir reden? Worüber? Über uns. Ich muss wissen, wie es zwischen uns steht, wenn ich heute sterbe. Wenn ich sterbe, will ich wissen, wo wir stehen. Vielleicht nicht gerade jetzt. Für uns gibt es eine Zukunft. Eric war ein guter Mann. Aber er ist fort. Ich will dich nicht verlieren. Ich will dich nicht verlieren. Jetzt nicht. Und nie mehr. Ihr habt jetzt keine Zeit dafür. Du Liebe, dann wie? Was? Bin nicht klar im Kopf. Kommt mir bekannt vor. Alles okay? Ich muss nach Hause. Ich will dich nicht verlieren. Jetzt nicht. Und nie mehr. Schon wieder? War das jetzt richtig oder auch wieder? Es ist Jason. Er lebt noch. Ein Bug. Weiß ich nicht. Wir sollten los. Suchen wir Jason. Sagen wir mal, das musste so sein, ne? Dem Spiel zuliebe. Okay, suchen wir Jason. Wir sind getrennt, dann wieder zusammen. Getrennt, auseinander. Die fahren jetzt nach unten. Aber was sie da unten antreffen, das erfahren wir erst beim nächsten Mal. Denn für heute war es das mit House of Ashes. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.